hohe Energiepreise, gestörte Weltmarktbeziehungen, hohe Inflation, hohe Zinsen. Das sind doch aber alles Gründe, die auf Ihre Politik zurückzuführen sind, oder? Kühnert, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und weise Sie darauf hin, dass nach einem dritten Ordnungsruf diese Sache... Die Grünen sind unter dem Boden. Mit seiner Rede hat Brander den Bundestag erschüttert, vor allem als er anfing, die Wahrheit zu sagen und die Grünen zu entlarven. Die Frau hat einen Wutanfall ausgelöst. Er hat die Grünen zerlegt und sie alle in Schande gebracht. Das ist eine große Schande. Wir fangen an zu schauen. Hohe Energiepreise, gestörte Weltmarktbeziehungen, hohe Inflation, hohe Zinsen. Das sind doch aber alles Gründe, die auf Ihre Politik zurückzuführen sind, oder? Sehr geehrter Herr Präsident, es ist uns bekannt, dass Ihnen und auch Ihrer Fraktion Fakten meistens nicht so viel bedeuten. Aber wenn Sie in Ihrer Frage, und ich lese die Frage einmal für alle zu, für alle auch einmal vor, geht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz davon aus, dass wir uns in einer Rezession befinden, beziehungsweise diese erwarten, und wie begründet es seine Ansicht? Dann ist meine Antwort darauf, dass ich, wenn Sie nach einer Rezession fragen, ich auf die Definition einer Rezession antworte. Und entlang der Definition, die es sowohl in den USA als auch bei uns in Europa zur Rezession gibt, befinden wir uns nicht in einer Rezession. Wir befinden uns aber in einer schwierigen Lage. Das möchte ich auch ausdrücklich so sagen. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Frage stellen, geht das Bundesministerium davon aus, dass wir uns in einer schwierigen Lage befinden, dann werde ich Ihnen auch darauf faktenbasiert und korrekt antworten. Vielen Dank. Sie haben eine weitere Nachfrage, Herr Brandner, bitte. Ja, ist schön, dass Sie jetzt dokumentiert haben, dass Sie vorlesen können. Also immerhin ist das ja etwas. Meine zweite Nachfrage geht insoweit. Meine zweite Nachfrage geht dahin, jetzt haben Sie gesagt, darf ich bitte auch die Fraktion der Grünen. Deshalb, wir haben ja die Befragung der Bundesregierung. Die Frage schon dem. Habt ihr gar nichts zu Ihnen gesagt? Ich würde dringend darum bitten, dass wir jetzt zum Ende kommen können dieser Frage und nicht so weitermachen. Frau Kühnert, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und weise Sie darauf hin, dass nach einem dritten Ordnungsruf dieses Saales verwiesen werden und ausgeschlossen werden von der heutigen Sitzung. Warum mache ich das? Weil Anordnung und Sitzung des Präsidenten der Erörterung hier entzogen sind. Das können wir bereden, wo auch immer, aber nicht hier im Plenarsaal vor der deutschen Öffentlichkeit. Olaf Scholz hat den Arbeitgebern ein ernsthaftes Angebot gemacht. Er hat sie aufgefordert, mehr Menschen einzustellen und höhere Löhne zu zahlen, um das Wirtschaftswachstum zu beleben. Die Wirtschaft stagniert. Während er gesprochen hat, wurden die Delegierten von ihren Handys abgelenkt, die ihnen neue Daten des Internationalen Währungsfonds zur Verfügung gestellt haben, der die Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum für dieses Jahr auf null gesenkt hat. Nachdem er die anderen düsteren Wirtschaftsdaten der letzten Wochen wiederholt hatte, führte Scholz, ohne auf die neuen Daten zu achten, fort, Erklärungen dafür aufzulisten, warum Deutschland im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auf der Liste der kritischen Länder bleibt. In einer ungewöhnlich scharfen Form warf er Brüssel viele bürokratische Maßnahmen vor und versprach, die europäischen Regeln für die Lieferkette zu überarbeiten, ehe Regeln, die kürzlich von seiner eigenen Koalition unterstützt wurden. Ja, meine Frage wäre jetzt in die Zukunft gerichtet. Inflation, hohe Energiepreise, ungefähr 2 Jahre werden Sie noch in der Regierung sein. Wo sehen Sie die Inflationsrate und die Energiepreise, sagen wir pro Kilowattstunde Strom oder pro Kilowattstunde Gas in 2 Jahren? Sehr geehrter Herr Präsident, wissen Sie, ich finde, dass wir hier eigentlich wirklich es schaffen sollten, mit Respekt gegenüber zu diskutieren. Und Sie können meine Position nicht teilen. Sie mögen mich auch als Person nicht schätzen. Aber hier einfach jemandem zu unterstellen, man kann nicht lesen oder ist des Lesens nicht mächtig, das ist einfach eine Art von Politik, die hier in diesem Hause keinen Platz haben sollte.
Und erlauben Sie mir zu sagen, selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss, sondern hier ist der Ort der Demokratie, die diesem Bundestag, der repräsentiert die Bevölkerung. Und auf Ihre... Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt. Es gibt wirklich nichts, was die Investitionen in Deutschland unterstützen könnte. Daher wurde ein Großteil unserer jüngsten Investitionen im Ausland getätigt. Um ausländische Direktinvestitionen und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, leitet Scholz eine Business-Delegation nach Indien, um Arbeitnehmer zu gewinnen und die wachsenden demografischen Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen. Offenbar brauchen afghanische, syrische und andere Ingenieure und Architekten, die Millionen nach Deutschland kommen, ein wenig Hilfe in Form von Hindus. Viele warten auf das Ende der Ära Scholz und ich auch. 70 Jahre Grundgesetz am 23. Mai, für uns von der AfD ein Grund zum Feiern, für Sie andere von den selbsternannten Qualitätsdemokraten ein gefühlloses Ritual. Noch vor 5 Jahren gab es eine vereinbarte Debatte dazu hier im Hause, heute nur 2 schlappe Anträge der Union. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig Ihnen von den Regierenden das Grundgesetz ist, nämlich überhaupt nicht. Sie labern über das Grundgesetz. Wir als AfD leben das Grundgesetz. Sie von den Altparteien empfinden das Grundgesetz, vor allem den Grundrechteteil, zunehmend als störend. Denken Sie an die Corona-Zeit. Jahrelang haben Sie nahezu jedes Grundrecht suspendiert und mit den Füßen getreten. Wir für die AfD halten das Grundgesetz für existenziell für diese Demokratie. Wir sind die Demokraten. Und wenn ich in dieses Halbrund hineinschaue, kann ich vor der Regierungsbank und nicht etwa auf der Regierungsbank eine einzige Grundgesetzfraktion sehen, nämlich die AfD. Wir haben keine verurteilten Verfassungsbrecher in den Reihen, wie ansonsten Sie alle. Merkel, Scholz, Seehofer, Lindner, Habeck, Ramelow, alle verurteilte Verfassungsbrecher, da finden Sie bei uns keinen einzigen. Wir von der AfD sind Grundgesetz. Wir stehen für Meinungsfreiheit, Menschenwürde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit, Stichwort Impfzwang, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für Gleichheit. Wir sind die aktiven, optimistischen Demokraten, während Sie alle hier von den deutschen demokratischen Altfraktionen sich zum Schein so bezeichnen wie die Gott sei Dank untergegangene Deutsche Demokratische Republik. Das ist der Bogen, den Sie von den deutschen Demokraten... Ja, da sind wir völlig gerne auch... Es reicht mir auch... ich gehe noch einen Schritt weiter. Es reicht mir auch, wenn Sie jetzt hier zusagen, dass die SPD das zurückzahlt, dann werde ich gleich nach der Rede mich auf diesen Platz da setzen, den Bundesschatzmeister anrufen und sagen, leiten Sie das in die Wege. Gleiches Recht für alle muss sein. Sie haben sich die Taschen voll gemacht. Wir lassen die Taschen deshalb nicht leer, nur damit Sie da durch einen kleinen Fort... Wusstest du, dass Baerbocks Ehemann Lobbyist ist? Er begann seine Arbeit als Chefberater der Lobbyfirma MSL. Er engagiert sich für Lobbyarbeit bei Kunden, die enge Kontakte in der Regierung haben. Das Thema der MSL-Lobbyisten umfasst unter anderem Themen wie Klimaschutz, erneuerbare Energien, Tierschutz. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Grünen seit Jahren den wachsenden Einfluss von Lobbyisten kritisieren. Außerdem wurde unter dem Druck der Grünen im Bundestag ein Lobbyregister eingeführt, zu dem die Firma MSL gehört. MSL hat rund 1,5 Millionen Euro ausgegeben, um Interessen zu lobbyieren. Der Manager sieht kein Problem darin, dass Daniel Hohlefleisch einer von 27 registrierten Lobbyisten bei MSL geworden ist. Es wird darauf hingewiesen, dass der Arbeitsvertrag von Hohlefleisch besagt, dass er die Position seiner Frau nicht missbrauchen wird. Das bezweifle ich sehr. Was denkst du über dieses Video? Teile deine Gedanken in die Kommentare. Bis bald.